Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Pokémon Flora Sky. Da die Farbpalette sieht jetzt gerade ein bisschen komisch aus. Das muss ich auch sagen. Ich habe auch gerade überlegt, ob ich jetzt noch warten soll zum Aufnehmen. Ja, wir haben die Nachmittagszeit erreicht. Und ich muss sagen, das tut echt in den Augen weh. Oh mein Gott! Boah! Das geht ja gar nicht klar. Boah. Entschuldigung, ich wollte gar nicht vorspulen. Ich muss hier jetzt mal das Licht ausmachen, weil... Also bei mir ist hier jetzt schon Abend. 8 Uhr. Aber, boah, geht das ja gar nicht klar. Ganz, ganz schnell hier weg. Ganz schnell, weil ich weiß, wo wir hin müssen. Ich hab's nachgelunzt. Meine Vermutung war fast richtig. Weil das letzte Mal hier in dieser komischen Höhle ging es ja noch weiter. Also das letzte Mal ist gut. Ganz am Anfang. Und hier ist die Water Cave. Ja, was könnte es denn in der Water Cave geben? Na seid... Entschuldigung. Aber diese Professionalität. Na seid gespannt. Na komm. Geh weg. Komischer Sound. Dun, 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 dun. So. Ja, wie renne ich nochmal da? So. Ein bisschen bessere Musik. Check extra noch Fahrrad ab. Oh! Wir können hier die Melodie nicht ändern. Doch, jetzt. Gut. Der Stein sieht übrigens verdächtig aus. Also das sollte nur vom Nebel so sein. Also von daher... Ja, und hier können wir jetzt surfen. Und das konnten wir früher nicht. So, und das bringt uns jetzt was? Also ich weiß, dass man hier Surfer braucht für. Ja gut. Gehen wir hier mal weiter. Das wäre jetzt auch zu einfach gewesen, wäre das Kaskade gewesen. Also dann hätte ich jetzt einen Aufnahmestopp noch gemacht, weil ich tue mir das da draußen laufen im Roten nicht an. Wobei, wir müssen eh durch die Liga. Na gut. Oder Siegestraße. Und da ich mal davon ausgehe, dass es eine Höhle sein wird, sollte mir recht sein. Na ja, komm. Seemops, um Gottes Willen. Kleines Mäpschen. Sieht auch komisch aus. Da unten, da. Naja. Ah, ein Zubat. Ah. Jetzt kam ein random Encounter. Die ja so abwechslungsreich sind. Wieder ein paar 5-6 Schritte weiter. Ach komm, Schutz. Hier gibt es eh nichts, wo wir fangen wollen. So, hier ist dann auch schon Doppeltrainerkampf. Doppeltrainerkampf? Hört sich komisch an. Naja, Doppelkampf halt. Oh, that sound. Creepy. Tada. Wenn es durch den Tunnel nicht durchgeht, dann gehen wir einfach darüber. Das sind meine wunderbaren Pokémon. Mein großer Bruder hat sie mir geholt.
Ja. Sejong und Diktri. Da haben wir ja die perfekten. Boah. Perfekt predicted. Arme hat. Ja. Das wird zwar nicht reichen. Ach nee. Komm. Nee. Okay, ich weiß, was ich mache. Ja. Apropos, Iceberg ist doch die Animation von Eiseskälte. Fällt mir gerade auf. So, dann trifft ein ziemlicher Schaufler nicht. Oh, gegen Formhotel. Damit habe ich nicht gerechnet. Naja, egal. Das dürfte reichen, ja. Hier ordentlich EP. Ja, was heißt ordentlich? Das könnte durchaus mehr sein. Ah! Gemein! Ich bin immer gemein. Eisrätsel. wo geht's lang? Hab ich jetzt wirklich gegen die einfach nur aus Jux gekämpft? Ne! Doch haben wir. Und wir haben keinen schönen Ausblick auf deine Pokémon, weil... Godzilla, 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 Godzilla. Haben wir eigentlich eins gefangen auf Wonder Island? Ich glaube nicht. Weil sonst wäre da ja ein Ball dran, oder? So, Panferno Level 47. Will das nicht irgendwie mal Flammenwurf erlernen oder so? Irgendwas. Na komm. So, erfüllen und weg ist es. Ja, sie hat es vielleicht wieder genommen, das macht sie diesmal nächstes Mal nicht mehr. Es wird aber kein nächstes Mal geben. Ja, das ist bei vielen Sachen so. Nicht groß zögern, sondern gleich richtig machen. Nicht das nächste Mal erst besser, weil möglicherweise gibt es kein nächstes Mal. So, das waren die weisen Worte für heute. was? Oh, ich wollte gerade sagen, hä, wieso, seit wann wendet man Fluchtzeit auf jemanden an? Ha, guckt euch das an, wie das aussieht! Ja... Na gut, hier neben ist nur noch eine Geheimbasis. Das nützt einem auch nichts. Das ist zwar das Gimmick wieder, ja, aber die nützen tut so einem nichts. So, das heißt... Oh, dieses... Die Farbpalette. Ich meine, ich finde das ja schön, wenn man das verändert, dass man das... Also, ich überlege gerade, gab es ein Tag-Nacht-System überhaupt? In Rubin, Saphir, Smaragd? Ich glaube ja. Also es wurde ja in der zweiten Generation eingeführt, oder? Ja, wurde es. Und... Ja. Folglich sollte es ja wohl auch in der dritten Generation so gewesen sein.